von Ratsatsadi. Und eine Spinning Backfist, die bei Hamoudi einschlägt. Und wenn es sowas wie Timing gibt, wenn man sich schon so eine Spinning Backfist einfängt, dann war es perfekt gewählt von Hamoudi, denn direkt das Rundenende verhindert, dass er hier in schwerere Fahrwasser gerät. Aber aus dem Nichts sehr, sehr verhaltene erste Runde von beiden und dann plötzlich explodiert Ratsatsadi mit einer beeindruckenden Spinning Backfist. Und die hinterlässt natürlich Wirkung bei Hamoudi, der aber direkt auch noch in seiner Ecke stand, sich also umgehend von der Schlagwirkung erholen konnte, jetzt da etwas Wunden lecken kann, aus der Ecke Anweisung bekommt, wie jetzt mit dieser Situation zu verfahren ist. Für Ratsatsadi sicherlich ein bisschen ungünstig, dass es da nicht direkt weiterging. Hätte sicherlich gerne 8 gesetzt, um Hamoudi weiter in Bedrängnis zu bringen. Dann muss Hamoudi schauen, dass er schnellstmöglich in diesen Kampf zurückfindet. Zeigt, dass ihn das möglichst wenig beeindruckt hat. Und diese Gelegenheit hat er jetzt in Runde 2. Und Ratsatsadi beherzt zu Werke. Tieftritt von Hamoudi. Ratsatsadi steht zum Glück wieder. Er hat das beidbeiniges Auftreten und Hüpfen. Altes Hausmittel für Verspannungen in der Leistengegend. Hoffen wir, dass es hier zügig weitergeht und Ratsatsadi da nicht größer beeinträchtigt wurde. Hamoudi hat in der Zwischenzeit da in der neutralen Ecke noch Kontakt mit dem Trainerteam gehabt. Das ist jetzt nicht zulässig, aber hier geht es jetzt weiter. Auffällig diese Explosivität bei Ratsatsadi, der ja regelrecht Anlauf nimmt für seine Offensivaktion. Also wirklich ganz lange wartet und dann plötzlich nach vorne schießt, ganz schnell die Distanz überbrückt und unvermittelt direkt vor Hamoudis Haustür auftaucht. Da hat er bislang noch nicht wirklich das passende Gegenrezept gefunden. Frontkick. Also Ratsatsadi macht das bisher sehr souverän. Tja. Kaum sage ich's. Schlägt auch schon ein, allerdings scheint er auch
rutschiger Untergrund eine Rolle gespielt zu haben. Bei Hamidi seinerseits gibt es jetzt Blut am linken Schienbein. Von hier aus ein bisschen schwerer zu erkennen, was da genau das Problem ist. Im Gesicht ist auch ein bisschen was. Aber es geht hauptsächlich ums linke Schienbein, das er jetzt auch ausstreckt, um dort medizinisch versorgt zu werden. Scheint dort eine offene Wunde zu haben. Jetzt schon vorbei. Jetzt allerlei an medizinischen Utensilien aufgefahren. Wir sehen Fixo Mul Stretch. Und unser Kameramann gibt hier sein Bestes, um uns noch so ein paar Insights zu gewähren. Offensichtlich eine Platzwunde am linken Schienbein. Wird jetzt getaped, Druckverband, Mulbinde liegt runter. Ja, das muss halten während des Wettkampfs, das stimmt allerdings. Rashid, stopp, Valier. So, das Problem ist natürlich auch, darf nicht zu fest sein. Durchblutung darf da nicht unterbrochen werden. Die Frage ist natürlich auch, wie sehr Hamidi das jetzt behindert. So, die Antwort gibt er direkt. Es ist vorbei. Für Hamidi gab es hier keine Möglichkeit weiterzukämpfen. Er selbst mag es gar nicht so richtig wahrhaben. Läuft allerdings auch nicht rund und man kann es gar nicht oft genug sagen, die Gesundheit des Kämpfers steht zu jeder Zeit im Vordergrund und wenn dort die Verantwortlichen die Entscheidung treffen, dass es nicht weitergeht, dann ist das auch zu akzeptieren. Von hier aus schwer einzuschätzen, wie schwer die Verletzung unterm Strich wirklich war. Bis dahin, ja, ein zumindest interessanter Kampf, den Rajabzadeh sehr erfolgreich gestalten konnte. Die Spinning Backfist zum Ende der ersten Runde, sicherlich die beeindruckendste seiner Offensivaktionen, die ansonsten insgesamt sehr explosiv vorgetragen wurden. Hamidi zunächst mit Blutung an der Nase, dann jetzt eben auch mit, wir vermuten, einer Platzwunde am Schienbein. Hätte sich sicherlich gern weiterhin dieser Herausforderung gestellt. Unterm Strich bleibt ein WFMC-Weltmeister aus Aserbaidschan. Und der heißt Behram Rajabzadeh. Warten wir noch auf die offizielle Urteilsverkündung. Bestätigt.
Thank you.